Aber ich glaube, es neigt sich jetzt langsam zum Ende hin. Warum wurden alle Carrier zurückgerufen? War das ein... Achso, hier wurde er zurückgerufen, weil hier wieder eine Rebellion ist. Die kommt aber wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat Atreides oder wer auch immer hier wieder Schindluder getrieben. Nimmt die zuerst auseinander und dann schickt die anderen los. Ist natürlich schade, dass Sandwürmer nicht sichtbar sind, wenn die irgendwo unterwegs sind. Man hatte noch gesehen, in den Vorschaubildern gab es nicht nur Windstärke hier, sondern es gab halt auch die Information Sandwurmaktivität auf einem Stärkelevel. Aber das haben die wahrscheinlich verworfen dann irgendwann. Plus 25 maximal Supply. Habe ich die Hauptsiedlung auch schon fast komplett. Ich habe eine Resolution verloren. Ich habe alle Resolutionen verloren. Warum habt ihr nur einen einzigen geschickt? So schlecht kann es finanziell nicht um mich stehen, dass da nur einer hochfliegen kann. Hat alles zu lange gedauert. Kann die Stadt erstmal eine Zeit lang nicht angreifen. Kacke. Da brauche ich Infiltrationslevel 3 für. Was muss ich machen, damit ich Infiltrationslevel 3 bekomme? Das hier brauche ich. Infiltration bei allen ins bei allen Fraktionen nochmal um einen weiteren Agenten erfüllen. We're
Ich denke mal, dass wenn man auch manche Sachen einfach fokussiert in der Forschung, man da nochmal besser werden könnte. Also es gibt bestimmt den Ultimativweg. Ich bin ja im Moment noch relativ breit gefächert immer. Lass die Stadt wieder neutral werden. Ach, danke für das Hallo 10, aber ich glaube, das hilft mir heute nicht mehr viel. Ich hätte doch nach der Schulung, hätte ich mal in die Wanne gehen sollen. Komm, wir sind reich. Danke fürs Folgen, Deathman. Oh, danke für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank und willkommen beim Pöbel. Wahahaha. Feindlicher Agent entkommen. Ihr wollt alle Atomwaffen sehen, ne? Wobei ich glaube nicht, dass das so krass aussehen wird gleich. Ja, du bist auf minus 12, du magst mich jetzt nicht mehr. Keine Sorge, Atreides mögen mich noch weniger. Ha, Landrent auf 500. Political Forum plus 1. Jetzt gleich werden die mich aber hassen, weil, wie gesagt, ich werde halt Atom benutzen. Wobei ich kann auch speichern, das benutzen und dann nochmal nachladen. Sagen wir mal, ihr sollt hier eine Rebellion starten.
Weil ich brauche ein Probe-Setup. Aber man sieht einfach, ich mache 137 Intel am Tag, das kriegst du gar nicht mehr ausgegeben. Und da ist halt einfach noch ein Balancing-Problem, finde ich. Ab einem gewissen Grad bist du einfach zu stark in den Ressourcen. Weil wäre es auch ein bisschen besser, wenn die KI nicht mehr ganz so passiv ist. Weil Atreides lässt mich halt echt in Ruhe einfach. Dabei können die, sag ich, die ganze Zeit hier über Qualtonnen halt mal Druck machen. Haben wir aber auch irgendwie kein Interesse dran. Oh, das macht sogar Schaden. Aber nicht viel. Und es war jetzt nicht so spektakulär. Kommt halt eine Rakete geflogen, macht kurz Bumm. Habe ich nachgeladen, habe ein Kommandopunkte-Defizit. Ah! Aus unerklärlichen Gründen sind meine Agenten anders gesetzt worden jetzt. Zum Beispiel wurden die einfach in Sieges reingesetzt, obwohl die gar nicht da drin ist. Das ist ein Fehler vom Speicherpunkt. Die Agentenzuteilung wird nicht richtig gespeichert. Aber woher kamen die zwei Command Points noch? Die mir jetzt fehlen. Das ist eine fette 10, das ist eine fette 7. Plötzlich her. Egal, ich laufe jetzt durch. Ist schön, dass euer Siege hier die Rebellen anzieht. Defense-Sabotage und den Supply-Drop und wir können direkt den nächsten Supply-Drop holen. Na, die machen auch einen Gear-Attack gegen mich, Ghost Market. Ich habe Infiltrationslevel verloren gegen Atreides. Also wird es gar nicht mal so einfach sein, hier den dritten Assassination zu machen.
Weil die können nämlich die Infiltration auch wieder zurücksetzen. Ich beschleunige mal auf Maximum. Kannst mich zweifache Geschwindigkeit auch machen. Zweifache Mobsgeschwindigkeit! Weil der Siege ist auf jeden Fall weg. Jetzt soll mir aber mal jemand erzählen, für was die Atomic gut. Die Atomic ist gut, weil die Schaden macht gegen alle Einheiten. Und die zerstört halt ein Dorf. Aber gegen den, wenn das eine Mainbase zerstören würde oder zu viel Schaden macht, ist das ja auch ein Balancing-Problem. Zurück. Es gibt nur die doofen Diplomaten. Ich weiß nicht, ob eine Full Army dadurch sterben würde. Natürlich nochmal speichern. Das Ding einfach mal hier drauf jagen. Ja, es tötet alles. Also militärtechnisch tötet es alles. Aber kostet mich halt Landstrand. Und wer weiß, also es ist wirklich so eine Notfallgeschichte eher. Letzter Ausweg. Um den Feind nochmal zurückzudrängen. Weil halt beim Landstrand runterzugehen, wenn du, sag ich mal, auf einen hohen Wert bist, also bei dem Einfluss, du verlierst halt 20% direkt Einnahmen. Also beziehungsweise dem Wechselkurs. Und das finde ich auch schon nicht ohne. Scheint übrigens wirklich Fehler zu geben mit den Saves. Das waren die Agenten richtig, aber plötzlich hat zum Beispiel der eine Harvester, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch übersehen, dass der zwischendurch mal gestorben ist, hatte der keine 4 Teams mehr drin. Ich habe irgendwas erforscht, das kann ich 5 Milizeinheiten einsetzen. Was ja nicht verkehrt ist, weil dadurch kriegen wir nochmal 5% Produktion drauf. Durch die Unterdrückung von den Harkonnen. Also wichtig, wo wir Spice haben. Ach, generell wichtig. Dafür brauche ich Water Trade Forschung. Yes, anything for you.
Ich habe Magen gefangen genommen von Haus Atreides. Die Schmucker sind ausgelöscht. Seid ihr näher am Sieg? Da fehlt mir Wasser. Dann befreie eben das Dorf. Scheiße. Ich bin echt unaufmerksam. Man merkt, dass mein Nacken mich umbringt. Moment, dann punische ich euch mal kurz einmal. Um die Projektion rauszuholen. Nee, ich werde nicht alt. Ich habe gerade wirklich echt hart Nackenschmerzen. Nein, nicht canceln. Oh. Ich wollte das hier machen. Das macht mich fertig. Ich kann den Nacken gerade nicht nach links drehen, ey. Ich müsste eigentlich auch meine eine Siedlung wieder erobern, um da den Spice-Abbau zu machen. Aber eigentlich wollte ich den Atreides-Anführer töten mit Assassination, aber es ist halt, ich komme nicht auf Infiltrationslevel 3 bei denen. Ich hatte mal 4 Sammler, aber dann hatte eine Stadt rebelliert. Die Fraktion sollte dann, glaube ich, ausgelöscht sein. Ich habe es, wie gesagt, das habe ich auch noch nicht probiert gehabt. So, unterstützt sie weiter. Neuer Agent, den ich am liebsten da reinsetzen würde, aber geht ja noch nicht. Also wirst du erstmal Counter-Agent. Der hat übrigens auch Fähigkeiten, da achte ich im Moment nicht so besonders drauf. Du hast ja genug Geld, lass den Sammler doch auf Auto. Ja, dann bin ich einfach mal faul.
Nur mal eben kurz die Siedlung wieder. Die Spice-Preise sind schlecht. Diesen Monat. Ich brauche mehr Spice. Aber ich stelle mich gerade schon so ein bisschen an. Könnte die KI wahrscheinlich schon mit der Crowd Manipulation erledigen. Ach ja, Kacke. Das war ja das Problem. Genau, nimm den mal weg. Und dann produziere hier Wasser. So, die Rebellion wird aber beschossen vom Nachbargebiet. Da können die theoretisch sterben und das nicht schaffen. Du kannst auf Auto gehen. Es kommen übrigens immer wieder ein paar neue von diesen Eventfeldern mit neuen Fragenzeichen, also Abstürze oder sonst irgendwas. Also man kann eigentlich das ganze Spiel durch einen Ornithopter dafür nutzen. Unterfliegen. Und Angriff schnell. Reinlaufen. Ich glaube, die Atreides haben irgendwas, um meinen Harvester da zurückzusetzen. Kann ja nicht sein, dass sie zwischendurch einfach mal zurückfliegen und denken, das wäre eine gute Idee.
Ach, das schafft ihr aber allein. Soll ich an das Assassination festhalten? Oder soll ich den jetzt einfach erledigen? Oh! Bestimmt, ab 25.000 Hegemonia gewinnst du automatisch. Ist auch eine Siegchance. Ich muss gar keinen mehr vernichten. Ich habe den Vorherrschaftssieg. Auch wenn jetzt noch die letzte Fraktion lebt gerade. Aber dann ist das mit den Fremen, dass sie 20% Bonus bekommen, bis diesen 25.000 voll sind. Finde ich ein bisschen doof, weil die können ja jetzt mit den 20% plus ja überhaupt nichts mehr anfangen. Kannst du übrigens auch sagen, wie bei Civilization, noch eine Runde weiter. Der Chat hat sich mit 50.000 getäuscht. Oh, diese dämlichen... Eroberung. Ja. Spielzeit ist jetzt übrigens gerade, man kann es hier hinten sehen, wenn ich ins Menü gehe, 3 Stunden 16 Minuten. Also ich habe ja auch ein bisschen viel pausiert und ein bisschen viel gequatscht. Also man kommt halt mit diesen 2 bis 3 Stunden, was die Entwickler gesagt haben, pro Partie auf einer mittleren Karte. Das stimmt schon. Deshalb sehe ich halt relativ viel Multiplayer-Battle-Potenzial. Vor allem, weil das Spiel halt nicht nur darauf ausgelegt ist, ich baue mal einfach so viele Truppen, wie es geht und baller den Feind halt weg. Kann man natürlich auch machen. Ich glaube, ich könnte mit meiner Armee auch durchlaufen und die Atreides einfach von Dune runterballern. Danke viele fürs Folgen. Aber es dürfte jetzt auch gar nicht mehr weitergehen. Theoretisch, wenn ich auf normalem Tempo spielen würde gegen Menschen jetzt, ich könnte denen alle 2 Tage einfach mal so just for fun eine Rebellion drücken. Mein Mitspieler würde mich hassen. Und deshalb, es sind halt einfach noch so ein paar Balancing-Sachen, die werden aber wahrscheinlich relativ schnell in den Griff bekommen. So, guckst du mal, was die anderen Fraktionen an Spezialforschung haben und machst Partie weiter. Ich werde jetzt mal eben kurz noch Atreide, also vom Planeten fegen. Ornithopter können übrigens nicht angegriffen werden. Schmuggler habe ich zerfetzt. Glaube ich, die Schmuggler besiegt. Greetings.
Ja, da wurde auch direkt der nächste Agent gefangen genommen. Also mit Assassination zu gewinnen, ist gar nicht mal so ohne. Und noch Gear-Sabotage. Durch den Deep Desert laufen. Ja, komm, wir sind durch das Schutzschild gekommen. Sie sind gelaufen. KI mag Verteidigungstürme. So, setzen wir direkt einen Supply Drop ein und starten direkt einen neuen. Erst die Truppen ausschalten, Gear-Sabotage. Harvester zurücksetzen? Warum habe ich das denn gemacht? Ich habe mich da, glaube ich, verklickt. Das ist die Spezialeinheit von Haus Atreides, Support-Drohne. 20% Health-Regeneration macht die am Tag. Für alle Einheiten in der Umgebung. Was kann meine Drohne? Sie verstärkt Einheiten, wenn Leute sterben. Na, am besten finde ich bis jetzt von Fremen die Einheit, wenn die umso mehr gegen mehr Gegner die kämpft. Also gegen umso mehr Gegner sie kämpft, umso stärker wird sie einfach. Bis zu 50% plus. So eine richtige Unterzahl Nerveinheit. So, jetzt können wir das machen mit dem Defense-Sabotage, um die Stärke von der Basis zu reduzieren. Und jetzt nimmt die einfach mal auseinander. Und das muss auch gefixt werden. Also ein Supply-Drop kann zu schnell wiederhergestellt werden. Also ich kann mein, wie heißt es? Meine Leute ständig mit Supply-Drop supporten. Im Kampf. Also entweder sollten die das machen, dass Supply Drop nicht geht, wenn du im Kampf bist. Oder, na, ich weiß auch nicht. Ist auch einfach eine Sache, wo man noch so, ja, muss man halt schauen. Der ist im Moment zu stark für eine einfache Aktion, für eine einfache Spion-Aktion, ist das zu gut. Vor allem mit dem Wert 50%. 50% HP und 50% Supply pro Tag in Auffüllung. Wahrscheinlich werden die das irgendwann reduzieren. Auf 20 oder sowas. Machen wir da oben noch eine schöne Rebellion. Wo kommen die denn jetzt alle her? Nein, ich will doch gewinnen jetzt. Also beziehungsweise ich habe ja schon gewonnen.
Supply Drop. Den Rest kaputt. Die hat 88, 500, 400, 100, Flip. Und schon ist man alleine auf Arrakis. Trink Blut aus ihren Schädeln. Du kannst übrigens auch ein Spiel starten ohne Konkurrenten. Einfach um zu gucken. Ach, wenn es keine Konkurrenten gibt, wird die Spionage automatisch deaktiviert. Was irgendwie auch ein bisschen schräg ist, weil sowas wie so ein Supply Drop ist ja auch unter der Spionage-Kategorie und ist ja gar nicht mal so schlecht, wie man es trotzdem kann. Ja, so sieht's aus, wenn man eine Dune-Runde spielt. Von Anfang bis Ende. Man hat discovered, man kann die Feinde, ich weiß nicht, ob das nur die Harkonnen können, also mit Assassination wird aber Sinn machen, dass die Harkonnen nur in der Lage sind, die Anführer zu töten, was aber meines Erachtens echt ein bisschen zu schwer schon ist. Der Siegbildschirm kam schon, weil wir in der Vorherrschaft gewonnen haben mit 25.000. Es gibt halt das, den Gouverneursieg, der aber glaube ich nur für die Fremen drin ist. Obwohl ich jetzt auch mit 5 von 4 Sieges inzwischen auch ein Bündnis haben. Da müsste ich in 2 noch einen Agenten einsetzen und ich muss 37 Regionen kontrollieren. Wobei das ist auch schon 37 Regionen kontrollieren. Das ist nicht ohne. Weißt du, welche die 5. Fraktion sein wird? Nein. Es wurde nur angedeutet, dass eine 5. Fraktion in der Early Access Phase noch kommen wird und ansonsten wird man sich darauf verlassen, was so vielleicht die Leute sagen, was sie sich wünschen würden, welche Gruppierung da noch reinkommt. Es könnte natürlich auch sein, dass der der Hexenbund kommt, wo die Mutter von Paul Atreides drin ist. Oder es könnte, obwohl, wenn das Imperium kann sich einbauen. Du kannst nicht sagen, dass das Imperium selbst um die Feuerschaft auf Dune kämpft, weil die so eine übergeordnete Rolle haben. Man könnte es natürlich noch so einbauen, dass sich das Imperium einmischen würde irgendwann. Oder einmischen könnte, theoretisch. Bei gewissen Situationen, aber ist halt auch schwierig. Also ich würde sagen, die vierte Fraktion. Moment, die 5. Fraktion wäre, glaube ich, wirklich am naheliegendsten, dass halt die, obwohl es eigentlich eine geheime Organisation ist, diese Hexenvereinigung, die ja, sage ich mal, alle Geschicke lenken, könnte das vielleicht kommen. Aus Ordos, soweit ich das jetzt noch weiß, ist auch eine Erfindung gewesen von Westwood. Die gibt's eigentlich gar nicht. Oder die sind nur so eine Randnotiz in Dune. Weil man damals einfach noch 3 Fraktionen brauchte mit unterschiedlichen Spielweisen. Aber theoretisch sollte es ja mehrere Häuser geben. So. Aber an der Stelle nach YouTube erstmal tschüss, danke fürs Zuschauen. Ich werde mir jetzt auch relativ schnell verkrümeln, weil ich bin echt nicht mehr fit. War ein langer Tag. Von 6 Uhr bis jetzt.